Das Jahr 2019. Berlin, Stieglitz. Das ist Ernst Volland Klo. Das ist Ernst Volland Arbeittisch. Das ist Ernst Volland Atelier. Dieser Film ist über Ernst Volland, der Künstler. Ernst Volland wohnt in Stieglitz, 300 Meter entfernt von meinem Studio. Ernst wollte, dass ich diesen Film über ihn mache, nicht jemanden anderes. Du bist der beste Filmemacher, den ich kenne. Danke, Ernst. Danke. Ernst wird als der Pate der politischen Satire beschreiben. Surrealist vor das verrückte Zeitalter. Er hat Zeichnungen, Malerei, Plakate, Fotografie, Fake, Karikatur, Video, Bücher gemacht. Ernst Volland Ausstellung wurde am 1981 von der Polizei zerstört. Ich habe noch die Originalplakate in meinem Archiv. Wir werden darauf zurückkommen. Ernst ist eine überragende Figur. Er ist 1,79 cm. Ich wollte 10-Kämpfer sein, aber mir fehlte 1 cm. Volland wird an seinen langen weißen Haaren erkannt. Omar, meine Haare sind blond, nicht weiß. Ernst Volland hat mehr als 100 Solo-Ausstellungen und unzähligen Gruppenausstellungen. Das ist Ernst Vollands Spielezimmer. Die nächsten Jahre werden sich die Leute an Ernst Volland erinnern als die schärfste politische Künstler. Er hat Atom, Politiker, Krieg, Bundespräsidenten kritisiert. Weil sie keine Götter sind. Ernst Volland ist im Jahr 1946 in Burgstadt geboren. 3456 Kilometer entfernt von wo ich geboren bin. Latakia. Die Kunstszene in Berlin in der 80er war. Ich bin damit nicht gemeint. Ernst schuf Comicfiguren, und die er Fred und seinen Sohn genannt hat. Ernst Volland erschuf den nicht existierenden Künstler Blaise Vincent und legte damit der Kunstwelt herum. Das ist Blaise Vincent, eine Doppelbegabung. Als Musiker hat er bislang weniger Erfolg denn als Maler. Er ist sehr bekannt geworden. 31.07.81, die Eröffnung Full aufs Auge, Ernst Volland Ausstellung in die Gedächtniskirche. In 4 Tagen wurde die Ausstellung von der Polizei zerstört. Einmal weißer Farbe und haben alles übermalt. Sie haben also die Ausstellung zerstört. Ich bin am nächsten Tag wieder hingekommen, habe die gleiche Ausstellung, alle Bilder, noch einmal neu aufgehängt. Doch dann kam einige Tage später die Firma, die diese Plakatwände besaß, und hat die Ausstellung ein zweites Mal zerstört. Ich bin aber am nächsten Tag hingegangen und habe vor breitem Publikum die Ausstellung noch einmal 1:1 aufgebaut. Das ist Ernst Volland Archivzimmer. Ernst Volland entdeckte die 10-Jahre-Challenge before Facebook. Er porträtiert sich alle 10 Jahre. Er ist 72 Jahre alt jetzt. Ernst Volland hat mehr als 1000 Exemplare von seinem neuen 3,5 Kilogramm Buch verkauft. Viel Meister. Eines Tages kam Ernst auf eine neue Idee, eingebrannte Bilder. Jetzt steht man vor so einem Bild, vor so einem großen Bild, schaut das an und sieht changierende Schwarz-Weiß-Fass. Das irritiert. Dann stellt man einen Dialog mit dem Bild her und man entdeckt unter dieser Oberfläche ein Foto. Unser Bildgedächtnis ist denn nämlich geprägt durch die Fotografie und besonders durch Ikonen innerhalb der Fotografiegeschichte. Einer Ernst besten Freunden ist Jefik Michaldai. Ich habe ihn in Moskau getroffen und er hat mir sein berühmtes Foto gegeben. Ernst hat die größte Sammlung von Khaldai weltweit und die größte weltweit Sammlung von komischer Fotografien in seinem Agentur voller Ernst. Vollands Arbeit wird als witzig, mutig, sardonisch, kuhn beschreiben. Das würde ich selbst niemals sagen. Ernst Vollands Name ist überall anerkannt. Seine Ausstellungen sind in die ganze Welt getourt. Er hat ganze Generationen beeinflusst. Ein Atelier voller mit Chaos und Notizen von Freunden und Besucherinnen. Ernst Volland Kunst in 3 Punkte komprimiert. Selbst zu denken, selbst zu argumentieren,
sich nicht der Dummheit zu ergeben. Besser kann man das nicht machen. Kein Stotterer, nix, wie ein Vortrag.